So, Servus und Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Squad Builder. Ich mache diesen Squad Builder aus dem Grund, dass ich das Team ganz gut finde, beziehungsweise spielerisch ist es ganz gut. So, von den Spielern her eigentlich, würde ich sagen, ist es nicht das überragendste Team, aber irgendwie kann ich damit saugut spielen. Und es ist ein kleines, also nehmt es nicht zu hoch, so ein kleines BSG, also Bronze, Silber, Gold. Zwei Goldspieler, zwei Bronzespieler und der Rest ist Silber, also es ist ein BSG. Yay! Auf jeden Fall macht's richtig Fun, mit denen zu zocken. Und wir gehen jetzt chronologisch durch. Im Tor haben wir Silvio Broto. Letztes Jahr noch der beste Silber-Goldkeeper, meiner Meinung nach. Heute, beziehungsweise dieses Jahr in FIFA, ein wirklich guter Goldtorwart. Und man bekommt den für Ablagepreis. Also von daher würde ich ihn euch sehr empfehlen, wenn ihr ein Belgien-Team baut, was nicht unbedingt nur Silber sein muss. Und ja, kauft ihn euch, der hat wirklich gute Werte. Und er spielt auch wirklich gut. Rechtsverteidiger haben wir Marinos, einen Silberverteidiger aus Griechenland. Und sein Hauptattribut ist eigentlich sein Pace. Der Rest ist jetzt nicht so gut, aber auch nicht so schlecht, denn er hat fast jeden Wert über 60, außer seinen Schießwert. Und mit dem kann man arbeiten. Er hat schon eine Torvorlage gemacht. Für 300 Coins ist es genau das, was ich brauche. Mittel-Arbeitsraten ist perfekt. Dann macht er schön viel nach hinten. Und ich finde ihn auch ganz ordentlich eigentlich, um ehrlich zu sein. Nächster Spieler ist Kouyaté. Letztes Jahr auch einer der besten Silber-Innenverteidiger, der überhaupt rumgelaufen ist. Auf jeden Fall auch sehr gute Werte dieses Jahr wieder. Man sieht seine 1,91 Körpergröße und sein 82 Pace und sein 82 Kopfball seine Hauptattribute. Für 300 Coins, ich bitte euch, also für 300 Coins würde ich mir den 10.000 mal kaufen. In drei Spielen bisher ein Tor und eine Torvorlage, beides nach Ecken. Auch die Torvorlage. Und ich finde ihn auch wirklich einen guten Innenverteidiger. Mittel-Arbeitsraten ist nicht zu offensiv, nicht zu defensiv. Und ich würde euch raten, den zu kaufen, um ehrlich zu sein. Der spielt wirklich überragend. Der nächste Innenverteidiger ist Kanu. Antonio Eduardo Pereira dos Santos, Kanu. Mit dem Anker Chemistry Style, der ist jetzt für Tempo, Defensive und Kopfball zuständig. Tempo hat er 72, Defensive 74, Kopfball 76. 1300 Coins habe ich für ihn bezahlt. Ich glaube, man bekommt ihn für 1100 auch oder 1000, wenn man ein bisschen Geduld hat. Bisher leider in vier Spielen noch kein Tor für mich geschossen. Muss ich auch ehrlich sagen, dass er so... Ja, ich will es gar nicht sagen, denn der Linksverteidiger ist eigentlich, sieht eigentlich schlechter aus, aber er ist der schwächste Spieler in der Verteidigung, um ehrlich zu sein. Er macht mir nicht so den solidesten Eindruck und eigentlich dachte ich, er wäre ein guter Spieler, aber vielleicht muss ich auch einfach nur mehr Spiele mit ihm spielen, aber die bisherigen vier Spiele waren jetzt nicht so stark, um ehrlich zu sein. Linksverteidiger dann, der angesprochene, wahrscheinlich schwächste von allen, aber besser als Kanu. Hochmittelarbeitsraten hat Jan Doli, ein Schweizer aus der belgischen Liga. 150 Coins hat er mich gekostet. Wer jetzt hier einen anderen Spieler haben will, zum Beispiel von Standard Lüttich, damit Kanu auf optimale Chemie kommt, kann Van Damme nehmen. Auch ein guter Linksverteidiger, aber ich habe mich für ihn hier entschieden, weil ich dachte, jeder von euch kennt Van Damme, also wieso mal nicht ein paar neue Gesichter holen. Und ja, er ist solide, macht seinen Job, aber ist jetzt nicht so auffällig. Und wie gesagt, er ist zwar besser als Kanu, aber trotzdem der drittschlechteste dann in der Abwehr da. Beziehungsweise der drittbeste, sagen wir so, weil die anderen beiden finde ich wirklich stark. Im ZDM haben wir einen Amerikaner aus der Pro League, Sascha Kliestan oder Klestern. Mittelhoch Arbeitsraten, perfekt für den ZDM-Job. Habe ihn leider noch nicht umgeformt, werde ich auch nicht machen, denn das ist Coin-Verschwendung bei ihm, um ehrlich zu sein. 71 passen ist wunderbar für einen zentralen defensiven Mittelfeldspieler. 65 Defending ist auch noch okay. Hat jeden Wert über 65, beziehungsweise sein Defensivwert auf 65. Finde ich sehr gut, Torvorlage eine. Macht viel mit nach hinten. Bügelt da auch öfters mal ein paar Fehler aus und den Jungen kann ich euch auch nur empfehlen, als haltender zentraler Mittelfeldspieler in einer 4-3-3-Aufstellung zum Beispiel oder als ZDM, wobei ihr ihn nicht unbedingt umformen müsst, meiner Meinung nach. Also mit seinen 8 Chemie, die er hat, ja, spielt er auch noch ganz okay. Rechtsmittelfeld ist dann Thomas Buffel, 71, 70, 72, 72, überragend, gute Werte. Defensivwert ist schlecht, Kopfballwert ist auch schlecht, Hoch-Hoch-Arbeitsraten sind auch schlecht. Eigentlich habe ich mir vor ihm mehr versprochen, um ehrlich zu sein. Mehr als die eine Torvorlage, die er geleistet hat. 4 Sterne schwacher Fuß, 3 Sterne Skills. Lässt sich ganz schön anschauen. Seine Werte, wie gesagt, auch wirklich tolle Werte. Körpergröße lässt sich auch noch drüber reden, dass es okay ist. Preis sowieso, aber seine Leistung, naja. Er fügt sich irgendwie so zu Kanu ein. Also bis jetzt finde ich jeden Spieler gut, außer ihn und Kanu. Die beiden finde ich ein bisschen schwächer. Aber es soll nicht heißen, dass ich sie ganz schwach finde. Sie sind einfach schwächer, fallen nicht so sehr auf und... Ja, das ist halt das größte Problem an diesen beiden Spielern.
Links Mittelfeld ist Meram, der bis jetzt auch noch nicht so sehr durch Torvorlagen und Tore aufgefallen ist, aber wirklich auch sehr viel nach hinten macht. Der bleibt immer ein bisschen hinten, wenn Ian Doli zum Beispiel nach vorne geht. Hat jetzt nicht die besten Werte für einen Bronzespieler. 78 Tempo, sein Hauptaugenmerk eigentlich. 3 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß, 150 bis 200 Coins. Eigentlich ist er nur die Chemiehure, um ehrlich zu sein. Aber er und sein Partner, den ihr gleich sehen werdet, machen wirklich immer gute Spiele und fügen sich sehr gut in die Mannschaft ein. Zum Beispiel er hier, Warzicha. Komischer Name für einen Amerikaner, aber der Junge hat's drauf. Hat zwar nur 2 Sterne Skills und 2 Sterne schwacher Fuß, was ein bisschen mager ist, aber er hat in 3 Spielen 3 Tore und 3 Torvorlagen gemacht. Dazu hat er eine Körpergröße von 1,85, die nicht gerade schlecht ist für ein ZOM. Kostet 200 Coins, beziehungsweise 150, ist noch relativ jung mit 89, also 1989. Und den kann ich euch auch nur empfehlen für ein Bronze-Team. Für ein Gold-Team würde ich eher nein sagen. Also wenn ihr Defoe und so vorne drin habt, würde ich eher sagen, dann seht euch lieber nach einem anderen rum. Aber für ein Bronze-Team ist er wirklich gut genug. Und für so ein BSG, wie ich sie habe, ist er auch ganz gut, wie ihr seht an seinen Werten hier, 3-3-3. Dann der erste Stürmer ist Federico Higuain. Über ihn habe ich schon öfters mal gesprochen, glaube ich. 3 Sterne schwacher Fuß, 3 Sterne Skills. Bis jetzt in 49 Spielen 68 Tore und 31 Torvorlagen. Er ist normalerweise Mittelstürmer, glaube ich. Müsst ihr mal gucken. Spielt bei der Columbus Crew. Kommt aus Argentinien. Ist der Bruder von Gonzalo Higuain. Und kostet als Mittelstürmer 300 Coins. Gut, dann müsst ihr ihn halt noch umformen zum Stürmer. Aber das ist auf jeden Fall wert. Der Junge hat es drauf. Seine Werte 74, 71, 73, 77 überragend. Das Dribbling merkt man auf jeden Fall, dass er so ein gutes Dribbling hat. Und ja, der beste Spieler, beste Silberspieler zusammen mit Rosina, den ich bisher in diesem Jahr hatte. Dann kommen wir zum anderen Stürmer. Der silberne Balotelli, Mbolo. Ist wirklich genauso stark, meiner Meinung nach, wie Balotelli. 3 Spiele, 6 Tore, 2 Torvorlagen. Hab ihn gezogen, hab gedacht, mache ich ein Team mit ihm. Deswegen ist dieses Team entstanden. Und ihm könnt ihr es verdanken, dass ihr jetzt ein neues BSG... Ich sag halt BSG. Dass ihr ein neues BSG bekommt, was sehr gut spielerisch ist. Hier könnt ihr nochmal sehen, jeder kommt auf 9er Schmiebi, beziehungsweise 2 auf 10 und einer auf 8. Weil ich ihn einfach nicht umgeformt habe, könnt ihr aber machen. 100er Schmiebi insgesamt. Mit dem Team habe ich bis jetzt kein Spiel verloren. Gut, ich habe auch erst 3 Spiele gemacht. Aber trotzdem, mit dem Team habe ich kein Spiel verloren. Und Higuain und Mbolo sind einfach wunderbar im Sturm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen hoch da. Ich würde mich drüber freuen, wenn ihr auch in die Kommentare schreibt, was für eine Art Team ihr als nächstes sehen wollt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, El Tutorial ist raus und bye bye.